Servus Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute befinden wir uns mal wieder im Landwirtschaftssimulator 2022 zu einem kleinen Tutorial. Im heutigen Video geht es darum, wie du dir die Infozeichen entfernen kannst im Landwirtschaftssimulator 2022. Zunächst müssen wir erstmal schauen, was bedeutet denn überhaupt Infozeichen? Infozeichen bedeutet Interaktionszonenmarkierung. Das wird euch jetzt nicht allzu viel sagen. Hat es mir persönlich auch nicht, bis ich mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habe. Was ist denn jetzt überhaupt genau damit gemeint? Mit den Infozeichen oder eher gesagt den Interaktionszonenmarkierungen? Das seht ihr genau hier vor mir. Das Symbol mit dem Anhänger, der gerade abgekippt wird, in diesem Kreis hier. Das ist zum Beispiel ein Interaktionszonenmarkierung oder ganz einfach gesagt ein Infozeichen. Des Weiteren gibt es aber auch diese Infozeichen, die bedeuten, hier kannst du etwas einladen. Wie man diese Interaktionszonenmarkierungen oder Infozeichen ganz einfach entfernen kann aus dem Spiel, das zeige ich dir jetzt. Dafür müssen wir ganz einfach auf Escape drücken, dann befinden wir uns im Menü des Spiels. Hier scrollen wir ganz nach unten auf das Zahnradsymbol in die allgemeinen Einstellungen. Und hier finden wir unter dem dritten Reiter die Interaktionszonenmarkierung. Hier sind sie auf An. Wenn wir sie jetzt auf Ausstellen aus das Menü verlassen, sehen wir, es ist weg. Nochmal zum Verdeutlichen, mache ich es wieder an. Wir sehen, es ist da. Mache ich es wieder aus. Wir sehen, es ist weg. Jetzt steht aber hinter der Interaktionszonenmarkierung gelb-schwarze Markierungen rund um Interaktionen anzeigen. Wenn wir jetzt aber nochmal schauen, das Ganze ist ja nicht gelb-schwarz, sondern das ist ja blau-weißlich. Was meinen Sie denn jetzt damit? Was Sie damit meinen, kann ich euch an dem Beispiel hier zeigen, und zwar, das sind die markierten Zonen, wo ihr selbst zum Beispiel Paletten oder des Weiteren abladen könnt. Schauen wir uns das auch einfach mal gemeinsam im Menü an. Das Menü erreicht ihr mit Drücken der Escape-Taste. Dann geht ihr auf den Reiter der allgemeinen Einstellungen, das Zahnrädchen. Und hier wählt ihr dann unter den Interaktionszonenmarkierungen aus. Und dann seht ihr, die gelb-schwarzen Markierungen verschwinden mit den blau-weißen Zeichen. Machen wir es noch einmal wieder an. Und dann auch noch einmal wieder aus, um das Ganze zu verdeutlichen. Wenn euch dieses Video weiterhelfen konnte, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr gerne mehr Content sehen wollt, mehr Tutorials, dann abonniert mich, um keines meiner Tutorials zu verpassen.